Hallo und herzlich willkommen zurück zu Little Nightmare 1. In der letzten Folge sind wir vor den ganzen, ja, ich weiß nicht, Ungetümen geflohen, die uns fressen wollten. Oh, und uns geht's nicht gut. Jetzt werden wir mal gucken, wie es jetzt weitergeht hier in der Geschichte. Und irgendwie habe ich Angst, dass hier gleich wieder irgendwer rausgerannt kommt. Los, lauf, wir müssen hier weg. Oh, ob das so eine gute Idee ist, ey. Oh. Komm, gib her. Nein! Sag mal, bist du verrückt? Alter, du solltest die Wurst essen. Schäme dich, Fräulein, schäme dich. Oh Mann. Was ist aus uns bloß geworden hier? Nee, versuch das mal aufzumachen, bitte. Okay, das geht nicht. Das auf. Auch nicht. Oh. Da ist die mysteriöse Frau wieder. Jetzt will ich trotzdem mal gucken gehen, ob wir hier noch irgendwas hinten finden. Na siehst du, ich wusste es doch. Geh kaputt. Rechts, wenn wir jetzt nicht weiterkommen. Nee. Dann werden wir wohl der Dame hinterher müssen. Mich interessiert ja auch, wären wir weitergekommen, hätten wir nicht unseren Kumpel da gefuttert? Gut, keiner drin, also rein da. Errungenschaft, der Gästebereich. Oh, ich dachte gerade, die steht hier. Gibt's hier irgendwas? Nee. Oje, wo sind wir denn jetzt hier? Die Wartgemächer der Geisha oder was das auch ist. Kommen wir hier hoch? Oh, hier ist eine Truhe. Kommen wir da ran? Kommen wir raus? Nein. Okay, hier brauchen wir noch einen Schlüssel. Also ab nach oben. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt da überhaupt hin möchte. Scheiße. Oh, habe ich nicht gesagt. Gott, das schaffen wir nie.
Boah, wie man dabei selber den Atem anhält, ey. Ja, aber gut, wo ist jetzt der Schlüssel? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Irgendein Geräusch. Sag jetzt nicht, ich muss das Ding hier... Ich muss es runterschmeißen. Warte, ich teste das mal, ob ich unter das Bett komme. Gut. Warte, dann... Versuchen wir es mal ein bisschen näher am Bett runterzuschmeißen. Jetzt ist es wahrscheinlich schon zu spät. Gar nicht vorzugehen, die kommt doch bestimmt. Hallo? Unheimliche Frau, sind Sie noch da? Boah, ist doch bestimmt jetzt ein Fehler, ey. Entweder hat sie mehr Angst vor mir als ich vor ihr? Nee. Die steht doch hier irgendwo, oder? Sagen, wenn wir hier schon Porzellan kaputt machen, kommt es auf die eine Figur nicht mehr drauf an. Oh, ich dachte gerade, hier steht die hier. Ne, das sind Puppen. Oh, könnt ihr denken, die steht hier überall hinterm Schrank da. Sag mal, die ist doch nicht weggelaufen, oder? Hm. Gute Frage, wo die hin ist. Ich ahne Schlimmes. Es ist kalt. Bist du ein Geist? Hallo? Oh, ich will nicht schon wieder fliehen. Ah! Oh Gott. Ja. Oh Gott, geh weg. Geh weg. Oh, so Quatsch, Alter. Oh, ich hab Gänsehaut. Du bist ein Geist, ey. Ich hab schon Geisteratem hier. Nu? Gott, hier geht's. Hallo? Warum sind hier die ganzen Spiegelabgang kaputt? Mach auf. Geht nicht, wa? Oh Mann. Soll ich denn jetzt hier hin?
Hallo. Sich hier irgendwo hoch? Nochmal, vielleicht habe ich jetzt hier irgendwas übersehen. Warte mal, kann ich den mitnehmen? Ah. Und du? Kann die sich nicht sehen im Spiegel, oder? Oh Gott. Geh mal weg. Hallo. Wunderhübsche Frau. Oh. Oh Gott. Licht, da ist Licht. Geh weg. Steh auf, nimm dir den Spiegel, schnell. Schnell. Wo kommt das nächste Licht? Wo kommt das nächste Licht? Schnell, lauf, 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 lauf. Geh bloß weg. Da bist du. Renn. Schnell, nimm dir den. Steh auf. Oh Gott. Oh, hier, 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 hier. Schnell, schnell, schnell. Oh Gott, wird der Lichtkreis kleiner? Wo bist du da? Ich und mein Spiegel, wir sind... Ja, Ben, zieh dich. Komm, komm, komm. Steh auf, steh auf, steh auf. Komm, 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 komm. Nimm dir den Spiegel. Komm doch gleich wieder. Da ist er. Geh weg. Oh, oh. Klaus. Oh, verdammt. Oh, da hat jemand Pech. Wir haben Hunger. Hallo. Hütter mich.
Ja, und das war der erste Teil von Little Nightmare, einem meiner Meinung nach wirklich gelungenen Spiel. Zwischendurch hatte ich echt mal Gänsehaut, vor allem jetzt gerade zum Schluss. Es hat echt Spaß gemacht, also wirklich ein richtig geiles Projekt. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und hey, der zweite Teil davon ist auch auf meinem Kanal. Schaut doch mal rein. Also haut rein, bis zum nächsten Mal.